wir organisieren dieses Projekt für Schüler in Nordrhein-Westfalen. Schülergruppen können das in Anspruch nehmen, dass wir hier für die diese Führung machen. Dann haben wir ja das ziemlich beste Freunde genannt, um auch nochmal so die Idee zu geben, Amerika, Deutschland, wie aus trotz dieses Krieges und dieser vielen Toten, die auf beiden Seiten waren, eine Freundschaft zwischen zwei Ländern entstanden ist. Deswegen macht ja auch das Amerika-Haus das. Das erste Projekt ist zustande gekommen im Karlspreis-Rahmenprogramm 2016 durch die Partnerschaft zwischen dem Amerika-Haus in Köln, der Stadt Aachen und der Karlspreis-Stiftung in Kooperation mit Vogelsang. Denn Vogelsang war gerade damals kurz vor der Eröffnung. Wir haben dann diesen Ort ausgewählt, weil hier die Geschichte so erfahrbar ist. Und weil die amerikanischen Soldaten, die in Henri-Chapelle liegen, ein Zeugnis ablegen dafür, dass die Amerikaner uns damals befreit haben, weil Deutschland ein nationalsozialistischer Terrorstaat war. Ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, wenn man sieht, dass man dann Heiligabend am 24. oder 25. Dezember dann sieht, dass da so viele Leute gestorben sind und dann zu Hause jemand wartet und sitzt, vielleicht sogar Kinder warten und denkt, wann kommt Papa nach Hause, und man dann erfährt, er ist an Weihnachten gestorben. Das ist schon hart. Also das nimmt einen jetzt noch mit. Mir war das davor auch nicht klar, dass es so viele sind und dass hier so viele Kreuze dann stehen. Wir waren heute Morgen in Henri-Chapelle beim US-Soldatenfriedhof, wo eben ja sehr viele Opfer, also ein dezidierter Opferort war. Jetzt sind wir bei Vogelsang IP, dezidierter Täterort der Nationalsozialisten damals. Also um es mal ganz plump zu sagen, es sind schlimme Sachen damals passiert. Und unter anderen Umständen hätten junge Erwachsene damals eventuell ziemlich beste Freunde werden können. Das sind sie aus historischen Gründen nicht. Und um das zu reflektieren, dazu dient das Projekt. Diese Dienstpflicht galt insbesondere für die Adolf-Hitler-Schüler. Sie sollte als nationalsozialistische Elite. Das ist halt viel näher als im Klassenzimmer, weil man steht jetzt hier und weiß, also 1944 standen hier Jugendliche, die schießen gelernt haben. Einerseits komisches Gefühl, weil ich weiß, dass hier quasi die Täter waren, aber andererseits auch ein Gefühl, dass es nicht mehr so ist. Das ist ein eher besseres Gefühl.